Haus gebaut. Vielleicht müsste man wirklich... Guck mal, es sind ja 6 Leute drin. Ah, sehr gut. Wenn wir die fit machen. Hier oben sind 4. Können wir vielleicht doch erstmal auf das Hauptquartier gehen, dass dann die ganzen Soldaten, die jetzt hier gebunden sind, durch das Hauptquartier wieder frei werden. Was ist? Achso, der geht hier rein. Der wird dann gleich befördert. Das ist auch in Ordnung. Ah, jetzt sind ja 2 drin. Ja, die lassen wir erstmal durchbefördern. Hier oben war ja ein Gutter drin. Ja, kommt auch schon die Münze an. Da kommt auch schon die Münze an, hier unten. Ah, die, ah genau, der wird ziemlich schnell General da gleich. So, wie viele... Wo war denn das jetzt hier mit dem Erkundungsturm? Hatte ich hier nicht noch irgendwo einen gehabt? Oder habe ich noch Erkunder, die frei sind irgendwo? Ja, dort. Da machen wir nochmal... Ich glaube, hier lohnt es sich wahrscheinlich nicht so sehr aufgrund der... Ja, doch hier. Hier habe ich auch nochmal einen Wach... Dingsturm, gut, aber hier ist schon relativ viel Land erkundet. Das wäre dann also eher Verschwendung. Sag ich mal, aber dann ist es schon in Ordnung. Das wollen wir erstmal hier sehen, wie es dort weitergeht. Da kommt jetzt einer rein. Ah, gut, dann müssen wir auch mal die Beförderung aufmachen. Eigentlich hier noch. Jetzt scheitert es wieder mal an der Kohle. 36 Münzen, die alle rausgetragen werden. So, bitte mal Nahrung bevorzugt in die Kohlebergwerke hauen. Wir brauchen Nachschub. Da sind jetzt 3 drin. Ja, da müssen jetzt noch ein paar. Müssen jetzt noch die Münzen dazukommen. So, hier fehlt noch ein paar. Eine Nachricht über Kohlebergwerk verbraucht. Das ist natürlich jetzt nicht sehr schön. Das könnte ich eigentlich noch wegreißen, ha? Ja. Vielleicht sogar auch den. Ja. Ob der hier geht. 30 wird nicht mehr gespeichert. Oh, kommt ungefähr hin. Ja, eigentlich nicht, aber. So, wir dann nochmal eine Beförderung raushauen. So, das Ding ist voll. Na gut, wenn halt hier so einer drin ist, dass es geht auch mal. Die müssen jetzt hier nicht alle komplett. General werden, sag ich mal. Ja, jetzt haben wir die Gegner in der Goldproduktion eingeholt. Sehr schön. Da könnte ich mit 15 angreifen, aber wie gesagt, hier sind mir noch zu viele, die einen schlechten Dienstgrad haben. Und die will ich halt noch ein bisschen aufpäppeln. Derweil, was das Lager hier macht. Wo war denn das? Hier irgendwo. Gut, das ist gleich fertig. Dann können wir von hier hinten an... Gut, das müsste eigentlich safe sein hier. Zack. Hier unten mal diesen ganzen... Dingens hier abreißen. Da
der geht bestimmt hier noch. Ist natürlich immer blöd, wenn da, wie gesagt, Goldmünzen drin sind, aber das können wir jetzt halt nie ändern. Das kann ich nie wegreißen, das kann ich nie wegreißen. Das kann ich auf jeden Fall wegreißen. Ah, den würde ich fast schon stehen lassen, weil es kann nämlich sein, dass es dann nämlich hier alles reinreißt. Den Weg. Aber wir haben erstmal wieder ein paar Soldaten frei bekommen, auf jeden Fall. Warum ist denn eigentlich hier die Goldmünze aus? Bringen. Hier unten sind 5 drin. Die sind aber schon gut durch. Wie sieht's hier aus? Da ist ein General jetzt dabei. Oh. Jetzt wird die Kohle langsam knapp. Jetzt grabe ich aber doch mal dort an, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert hier. Mit dem Kampf. Da war ja ein General drin. Hoffentlich klappt das jetzt. Ist das dein Ernst eigentlich? Oh. Das ist doch echt. Du wartest dort jahrelang, dass da ein. Zumachen. Ob ich jetzt hier trotzdem mal Angriff setze? Ich weiß halt nicht, wie viele die noch haben hier. Komm, wir machen das jetzt einfach. Wenn ich das jetzt nämlich weg ist, dann werden nämlich einige Soldaten frei. Und das ist vielleicht auch nicht dumm. So, das ist alles bloß einfacher hier. Jetzt kommen die Starken. Und jetzt haben wir erstmal wirklich keine Kohle mehr. Jetzt haben wir wieder ein Problem, dass die Ressourcen weg sind. So, gehen wir wieder zu dem Kampf. Jetzt, so. Jetzt werden ja einige Soldaten frei. Ich mache erstmal eine Beförderungssperre. Gut. Da wird jetzt einiges an Soldaten, wie gesagt, frei, die jetzt an anderer Stelle besser eingesetzt werden können. Hier sieht das so aus. Okay. Und da haben sie ein Lagerhaus hier rüber. Oh, hier geht einer rein. Hier geht auch welche rein. Ah, ich belasse es trotzdem dabei, dass die hier mit dem Katapult angreifen werden. Tja, Kohle. Jetzt ist die Frage. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Ich schicke auch noch mal ein paar los und dann. Hatten wir hier schon geguckt? In dem Bereich? Ich glaube schon, wir hätten, glaube ich, auch schon alles durch. Ich meine, ich kann gerne hier noch ein paar welche hinschicken. Aber ich nehme an, dass die Gegner da schon alles. Eigentlich müsste man nochmal ein Lagerhaus bauen. Und dann 1, 2, 3,
hier irgendwie nochmal was abreißen. Hier unten diesen ganzen Pfad. Den braucht eigentlich auch keiner so richtig. Komm, wir haben schon relativ gesehen ausgedünnt. So, da geht es zurück. So, hier kommt jetzt das nächste. Wir warten erstmal ab hier, ob es hier was gibt. Oh, da ist tatsächlich noch Kohle und ein bisschen Gold. Da ist auch noch Kohle. Ah, okay. Dann muss ich den wahrscheinlich doch hier angreifen. Dass mir das Land gehört. Ich kann bloß einen angreifen. Müssen wir einfach jetzt riskieren. Vielleicht gewinnen wir hier mal die Oberhand. So, hier gab es noch Kohle. Ich bleibe da zwei Kohlebergwerke hin. Die händeln auch diesen letzten Fitzel. Oh, guck mal, da gab es sogar noch ordentlich. Das, na komm, das baue ich auch nochmal hier ab. Das mag vielleicht ein bisschen lächerlich erscheinen, aber... Guck mal, da gibt es schon noch ein bisschen was dort oben. Ich glaube, Eisenerz haben wir noch genug, ne? Ja, 186, 42 Goldmünzen haben wir erstmal noch. Das reicht noch für die ein oder andere Beförderung. Drei Soldaten, die bitte auch mal befördern. Voll. Na, da gibt's nichts. Na gut, das war irgendwie zu erwarten auch.